Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Ja, endlich ist wieder mal Erntezeit. Und zwar kennt ihr ja diesen Blog vom Austernseitling, der war angesetzt am 15.11. Ich hatte ja ein Video dazu gemacht, Pilze züchten in Rekordzeit. Bereits nach 2 Wochen fing er an zu fruchten. Und ja, wie schon in dem Video gesagt, er wird nicht überall fruchten, das hat er auch nicht gemacht. Er hat sich voll und ganz auf die eine Fruchtung konzentriert, die auch schon am weitesten war. Die alle anderen sind ja weggetrocknet, eingegangen, wie auch immer. Aber dafür hat sich die eine Traube hier sehr gut entwickelt und das Ganze ist heute bereit zum Ernten. Ja, heute haben wir den 5. Dezember, also das heißt genau nach 3 Wochen, nachdem wir das Ganze zusammengemischt angesetzt haben, ja, kommt es heute zur Ernte und das ist auf jeden Fall mein persönlicher Rekord, was die Zeit angeht. Und schaut mal bitte, wunderschöne Pilze. Die Lamellen sehr schön gemacht. Hier unten fängt jetzt schon wieder an mit Zehl zu wachsen und das geht über den ganzen Pilz, würde ich den jetzt nicht ernten. Und auch in der großen Traube sind viele, ja, viele kleine klein geblieben, aber das ist ja völlig normal, das kennen wir aus der Vergangenheit. Wie gesagt, den hat er komplett eingestellt hier in der Ecke, aber dafür eine schöne große Traube gebildet. Ja, wie gesagt, das war der Block mit 500 Gramm Buchenspäne und ich denke, für 500 Gramm Substrat ist dieses Ergebnis ganz okay. Wir werden das Ganze gleich nochmal wiegen und dann schauen, was am Ende wirklich bei rauskommt. Ja, meine Frage an euch: Woran liegt es, dass die Pilze an den Hüten, so an den Rändern, halt so bräunlich sind? Also, ich weiß nicht, ob es zu wenig Feuchtigkeit ist oder ob sie jetzt erntereif sind. Ich hatte das nicht, ich habe das nicht immer, aber immer mal wieder kommt es vor, dass wir bei der Ernte die Ränder so ein bisschen, ja, braun werden. Es sieht jetzt, finde ich, auch nicht so schlimm aus, aber trotzdem hätte ich das natürlich gerne schön schneeweiß oder halt typisch Austernfarben. Aber stört mich jetzt nicht weiter. Aber mich würde es gerne interessieren, wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Okay, lang genug geredet, jetzt wird das Ganze geerntet und gewogen. Mal schauen, was bei rausgekommen ist. Los geht's. Also da das nur eine Traube ist, brauche ich nicht großartig rumschnippeln. Ich ziehe mir einfach den Strang hier vorsichtig raus. Oh, der wiegt schon ganz schön was. Ja, Vorteil bei der Buchenspäne ist, ihr seht, es kommt kaum Substrat mit ab. Das brauche ich jetzt auch nicht großartig abkratzen. Das mache ich gleich ordentlich mit dem Messer. Aber ich werde das Ganze jetzt so, wie es ist, auf die Waage packen und schaut mal, wirklich wunderschön, oder? Wie ein Pilzstrauß, ja. Richtig cool. So möchten wir es haben. Wären die braunen Stellen nicht da, wäre es natürlich 100%. Aber ich bin auch so schon mit dem Ergebnis zufrieden. Für die Zeit, die das gedauert hat, optimal. Und für 500 Gramm Buchenspäne, Top-Ergebnis. Na, jetzt schauen wir mal, was das gewogen hat. Gramm, sagen wir mal 200 Gramm, ist auf jeden Fall okay. Mein bestes Ergebnis, ihr erinnert euch, mit 1 Kilo Strohpellets lag bei 500 Gramm. Und dafür, dass das hier nur 500 Gramm Buchenspäne sind, ist das auf jeden Fall okay, weil ich habe ja nichts anderes drin, kein Gips, kein Kalk oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe. Nur Wasser und Buchenspäne. Ja, Top-Ergebnis und das ist die erste Ernte. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich nochmal, ja, mit Wasser aktivieren und nochmal warm stellen. Aber das werde ich jetzt nicht mit dem Block machen. Ich schaue mal, was ich damit machen werde. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Das gehört hier eigentlich nicht wirklich mit rein zur Erntezeit, aber wir machen mal eine Ausnahme, denn es geht um seinen großen Bruder. Als ob die beiden sich abgesprochen haben, habe ich heute den einen geerntet und ich habe heute mal reingeschaut und jetzt fängt der große Bruder hier an zu fruchten und schaut mal. Hier oben kann man jetzt sehen, bildet er so langsam ganz kleine Prioriden. Die Pilze kommen so langsam. Ich habe die Tüte jetzt oben wie bei dem anderen auch entfernt, einmal ringsherum entfernt. Und dann habe ich gesehen, an dem Filter, ihr wisst ja, das war von oben komplett runter der Filter. Und auch da sehe ich jetzt schon die kleinen Pilze. Also das Ganze war halt rausgebeult und dann habe ich den Filter auch entfernt. Und schaut mal, hier auch überall kommen jetzt die Pilze. Direkt am Filter entlang, am Rand, da wo der Plastik aufhört. Und der Filter anfing, fruchten die ganzen Pilze jetzt. Ja, das nochmal kurz dazu als kleine Info. Wie gesagt, das war der andere Beutel, auch am 15.11. Und der fruchtet jetzt auch. Hat ein bisschen länger gedauert. Vielleicht lag es daran, dass der Pilz halt das komplette Substrat einmal, ja, bewachsen wollte. Und das hat er jetzt auch komplett gemacht, von allen Seiten.
und bereit zum Fruchten. Das Ganze wird jetzt auch an einen kühleren Ort gestellt und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Denn in der Rezeptur ist es genau das gleiche von den Mengenverhältnissen her, nur dass es genau das Doppelte ist. Ich bin gespannt. 500 Gramm, 195 Gramm Ernte und dann schauen wir mal, was bei 1 Kilogramm rauskommt. Ja, das soll es heute schon gewesen sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao.